darf mit Ihnen allen gemeinsam mit einem ersten Applaus die drei begrüßen, Franz Schildhorn, Frau Würgelter und Christian Felber. Vielen Dank für den herzlichen Empfang. Sie hat Schweigen vorhin schon gesagt, in welchem Spannungsfeld wir uns bewegen. Es geht um dieses Buch, Gemeinwohlökonomie, das Wirtschaftsmodell der Zukunft, so nennt es sein Autor Christian Felber. Unser zweiter Gast, Franz Schildhorn, verbindet damit andere und zwar bedrohlichere Szenarien für Österreich und den Wirtschaftsstandort. Ich darf Ihnen die beiden, obwohl Sie sie kennen, noch einmal kurz vorstellen. Christian Felber ist Mitglied und Gründungsmitglied von Attac Österreich. Er ist Ihnen bekannt als Publizist, als Buchautor. Was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass er auch an der Wirtschaftsuniversität Wien unterrichtet. Franz Schildhorn ist Ihnen wahrscheinlich auch bekannt als Wirtschaftsredakteur und als Ressortleiter der Presse. Er schreibt mit spitzer Feder prononcierte Kolumnen unter dem Titel Supermarkt. Und beide Gäste heute Abend stammen aus Salzburg und damit endet ihre Gemeinsamkeit auch schon wieder. Das werden Sie. Und falls Ihnen hier an diesem Ort im M32 jetzt der Eindruck kommt, es gäbe hier viele Schildhorns, dann ist dieser Eindruck auch richtig. Franz Schildhorn und unser Gastgeber Sepp Schildhorn sind Brüder. Noch ganz kurz zum Ablauf, damit Sie wissen, was auf Sie zukommt. Christian Felber wird kurz vorstellen sein Modell der Gemeinwohlökonomie. In etwa 10 Minuten und in etwa 10 Minuten wird Franz Schildhorn darauf replizieren. Und ich würde vorschlagen, wir starten los. Sie sind am Wort, Herr Felber. Dankeschön. Einen schönen guten Abend allerseits. Danke für die Einladung zu diesem sehr schönen Setting. Ich fühle mich hier wohl, weil ich hier aufgewachsen bin, in Matze und war natürlich sehr oft in Salzburg. Habe diese Aussicht seit vielen Jahren immer wieder genossen. Und heute ist die Aussicht auf ein neues Wirtschaftsmodell. Und die Hoffnung, dass eins kommen wird, die ist, glaube ich, nicht ganz unberechtigt, weil einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung zufolge, die nicht im Verdacht steht, hier unbedingt innovative Wirtschaftsmodelle zu propagieren, die im selben Monat erschienen ist als das Buch Die Gemeinwohlökonomie, der zufolge sprechen sich knapp 90% der Menschen in Deutschland und sogar genau 90% der Menschen in Österreich für wörtlich eine neue Wirtschaftsordnung aus. Das ist sehr erstaunlich und ein sehr markantes Umfrageergebnis, weil es eben nicht nur um Reformen, um die Begrenzung von Auswüchsen geht, sondern um ein komplett neues Wirtschaftsmodell. Und das erlebe ich in meiner langjährigen Tätigkeit als Referent in der Bevölkerung, dass das Bewusstsein dafür wächst, dass das gesamte System faul ist und dass es ein neu aufgesetztes System braucht. Es ist nicht nur eine Finanzkrise, es ist genauso eine Verteilungskrise, eine soziale Krise, eine Sinnkrise, eine Wertekrise, eine Ökologiekrise und bis hin zu einer sehr schwerwiegenden Demokratiekrise. Ich könnte jetzt überall sehr markante Beispiele dafür auflisten, habe aber nur 10 Minuten heute. Darum unterlasse ich das und möchte gleich das Modell der Gemeinwohlökonomie vorstellen. Sie haben dann schon noch mehr, aber 10 Minuten Eingangs. Eingangsstatement, genau. Die Gemeinwohlökonomie möchte im Wesentlichen eines, sie möchte die gleichen Werte, die wir heute schon mehrheitlich teilen, weil sie unseren gemeinsamen Erfahrungsschatz bilden, weil sie ein gewisses Urwissen darstellen, nämlich die Werte, die zwischenmenschliche Beziehungen gelingen lassen. Dass diese Beziehungswerte endlich, möchte ich fast sagen, auch zu den Leitprinzipien des Wirtschaftens werden. Wenn man die Menschen auf der ganzen Welt fragt, wann ihre Beziehungen gelingen, dann kommen immer und überall die gleichen oder ganz ähnliche Antworten wie Vertrauensbildung, Kooperation, gegenseitige Hilfe, Empathie, Großzügigkeit, Teilen. Menschen sagen aus, wenn wir das tun, wenn wir diese Verhaltensweisen an den Tag legen, dann gelingen unsere Beziehungen und dann geht es uns gut. Und die heutige Wissenschaft, nach der Sozialwissenschaft, jetzt auch die Naturwissenschaft, hat belegt, dass gelingende zwischenmenschliche Beziehungen sowohl das sind, was Menschen am glücklichsten und zufriedensten macht, als auch das, was Menschen am stärksten motiviert und zur höchsten Leistung vorantreibt. Und die Grundidee der Gemeinwohlökonomie ist, dass deshalb gelingende zwischenmenschliche Beziehungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Zusammenlebens politisch gefördert werden sollten
und eben auch und insbesondere in der Wirtschaft, wo das heute nicht nur nicht der Fall ist, sondern wo das Gegenteil stattfindet. Und das ist die Ausgangsanalyse der Gemeinwohlökonomie, dass die fundamentalen Systemkoordinaten des Wirtschaftens, die das sind Gewinnstreben und Konkurrenz, Gewinnstreben als das wichtigste Ziel der Wirtschaftsakteure und Konkurrenz als die vorherrschende Umgangsform, dass diese entscheidenden Systemkoordinaten, die das Handeln der Wirtschaftsakteure leiten, die genau gegenteiligen Verhaltensweisen und Wertvorstellungen befördern und systemisch verstärken, die unsere Beziehungen gelingen lassen. Ich habe in den letzten 2 Jahren ungefähr 250 Seele befragt und immer kommt in 15 Sekunden das Ergebnis: Gewinnstreben und Konkurrenz fördern am ehesten von allen möglichen Verhaltensweisen Egoismus, Gier, Neid, Geiz, Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit. Das sind ganz, ganz wiederholte und deshalb signifikante Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Und das ist aus meiner Sicht genau der Systemfehler, dass Egoismus und alle menschlichen Laster, man könnte es auch fast die 7 Todsünden nennen, systemisch gefördert und belohnt werden durch das Wirtschaften. Und deshalb ist der Vorschlag, dass wir diese Systemkoordinaten verändern, dass wir das Handeln der Wirtschaftsakteure nicht länger durch Gewinnstreben und Konkurrenz anreizen, sondern durch ungepolte Systemweichen aus Gemeinwohlstreben und Kooperation. Weil diese Systemweichen, die treiben die Menschen den nicht vorhandenen Leitwerten, den aber implizit geförderten Leitwerten zu, von Egoismus bis Verantwortungslosigkeit, während hingegen diese Systemweichen dieselben Werte und Verhaltensweisen fördert würden, die vorhin aufgezählt unsere Beziehungen gelingen lassen würden. Auf die Wirtschaft zu übertragen, würde das dann so zu verstehen sein, dass Wirtschaftsakteure und insbesondere natürlich Unternehmen es umso leichter haben werden und umso stärker in Vorteil gestellt werden, je menschenwürdiger, je sozialer, je kooperativer, je solidarischer, je ökologisch nachhaltiger, je demokratischer sie sich organisieren und verhalten. Dadurch, dass nicht mehr Finanzgewinn das oberste Ziel des Handelns auf dem freien Markt ist, sondern ein größtmöglicher Beitrag zum allgemeinen Wohl. Und das ist wiederum nichts Neues. Ich wiederhole, dass das oberste Ziel des Wirtschaftens in Form eines maximalen Beitrags zum Gemeinwohl steht heute schon zum Beispiel in der Verfassung von Bayern in der Aussage, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das oberste Ziel der Gesamtveranstaltung namens Wirtschaft ist ein größtmöglicher Beitrag zum Gemeinwohl seitens der Einzelakteure und die Schaffung des größtmöglichen Gemeinwohls durch alle Akteure und Akteurinnen zusammen. Das ist übrigens nicht nur in der Bayerischen Verfassung so, sondern darin sind sich auch sämtliche theoretischen Vordenker und Vordenkerinnen, das sind fast alles Männer, der Wirtschaftsgeschichte einig, dass das letzte Ziel der Gesamtveranstaltung namens Wirtschaft die Schaffung eines größtmöglichen Gemeinwohls ist. Und meine Analyse ist, dass die derzeitigen, der Ordnungsrahmen des Wirtschaft und die Anreizgesetze für die Marktakteure nicht diesem Oberziel entsprechen, sondern die Akteure sogar die gegenteilige Richtung lenken und leiten und hin anreizen. Und die Gemeinwohlökonomie wäre ein Vorschlag, dass der Ordnungsrahmen für das Wirtschaften, die Ausführungsgesetze und die Anreizinstrumente in Übereinstimmung gebracht werden, erstmals mit dem heute schon in der Verfassung verankerten Leitziel und des Endzwecks des Wirtschaftens. Sprich, dass man Unternehmen das neue Ziel vorgibt, einen größtmöglichen Beitrag für das allgemeine Wohl zu leisten. Das ist auch die neue Bedeutung von wirtschaftlichem Erfolg. Erfolg, das ist ein zweiter schwerer Systemfehler, neben dem ethischen Systemfehler, dass wirtschaftlicher Erfolg heute sowohl auf der Systemebene als auch auf der Einzelakteursebene in monetären Indikatoren gemessen wird, sprich in Geldindikatoren. Auf der Systemebene ist das das Bruttoinlandsprodukt in Geld gemessen und auf der Einzelakteursebene ist es der Finanzgewinn in Geld gemessen. Und beide Indikatoren, sowohl der systemische als auch der individuelle, sagen nichts darüber aus, ob in diesem System wir Krieg oder Frieden haben, ob wir Diktatur oder Demokratie haben, ob wir die Umwelt zerstören mit unternehmerischer Tätigkeit oder sie bewahren, ob die Verteilung gerechter wird oder ungleicher, ob Frauen diskriminiert werden oder ob sie gleichgestellt sind, über ob das Vertrauen in der Gesellschaft wächst oder ob das Misstrauen in der Gesellschaft wächst. Beide Indikatoren treffen überhaupt keine Aussage darüber und das ist meines Erachtens der zweite schwere Systemfehler, der behoben würde, indem die
der wirtschaftliche Erfolg auf der Systemebene erstmals mit einem nicht monetären Indikator gemessen wird, nämlich dem Gemeinwohlprodukt, und auf der Einzelakteursebene ebenso mit einem nicht monetären Indikator, nämlich der Gemeinwohlbilanz. In der Gemeinwohlbilanz, das ist die neue unternehmerische Hauptbilanz, wird eben gemessen, wie sozial verantwortlich, wie solidarisch, wie verteilungsgerecht, wie ökologisch nachhaltig, wie demokratisch agieren und verhalten sich Unternehmen und organisieren sie sich. Und je erfolgreicher sie dies tun, das ist die neue Bedeutung von unternehmerischem Erfolg, desto größere rechtliche Vorteile bekommen sie. Sie zahlen weniger Steuer, sie zahlen weniger Zoll, sie kriegen die günstigeren Kredite, sie kriegen Vorrang beim öffentlichen Einkauf. Weil heute, und das ist so der letzte Analysepunkt, heute sind die, die das nicht tun, im Vorteil. Die, die sich nicht verantwortlich verhalten, die, die nicht ethisch handeln, die sich rücksichtslos verhalten und die unfair agieren, die sind heute im Vorteil und werden systemisch belohnt, weil die nicht fair, die nicht ethischen, die nicht ökologischen, die nicht Nahversorgungsprodukte billiger anbieten können als die ethischen, als die fair, als die ökologischen. Und das wünscht sich niemand hier. Und trotzdem haben wir es, weil eben genau diese Systemdynamik dieses Ergebnis produziert. Das ist der klarste Beweis dafür, dass Rücksichtslosigkeit und Verantwortungslosigkeit systemisch belohnt wird. Und durch die Gemeinwohlökonomie würde das sich so umkehren, dass die ethischen Produkte billiger werden als die unethischen. Die Finanzbilanz würde es zwar weiterhin geben, weil die Gemeinwohlökonomie nach wie vor eine Form der Marktwirtschaft ist. Endlich hätten wir einen wirklich super funktionierenden Markt, der wirklich Freiheit schafft, weil die Menschenwürde das oberste Prinzip in den Begegnungen der Marktakteure sein wird und weil endlich der Beitrag dieser Marktakteure zum Gemeinwohl gemessen wird. Es sind aber nach wie vor in 99% der Fälle private Unternehmen als Ausdruck von wirtschaftlicher Freiheit. Es ist eine Marktwirtschaft, die Produkte werden in Geld dargestellt und deshalb gibt es auch noch die Finanzbilanz. Und was wir vorschlagen, dass eben der Finanzgewinn nicht mehr der oberste Zweck des Wirtschaftens sein darf, sondern nur noch ein Mittel. Geld wird degradiert vom Zweck des Wirtschaftens zum Mittel und das bedeutet, dass nur noch bestimmte Verwendungen von Finanzgewinn erlaubt sein sollten. Die meisten, die heute erlaubt sind, bleiben erlaubt. Von Investitionen, die natürlich nötig sind, über Rückzahlung von Bankkrediten oder Rückstellungen für einige magere Jahre oder Ausschüttung an die Beschäftigten oder zinsfreie Darlehen an Mitunternehmen, wird vieles weiterhin erlaubt bleiben. Aber, und das ist vielleicht der schmerzhafteste Punkt für einige, die den Kapitalismus inbrünstig lieben, wird es einige Verwendungen von Finanzgewinnen nicht mehr geben. Das ist die Investition auf den Finanzmärkten, die nichts mit der unternehmerischen Tätigkeit zu tun haben. Feindliche Übernahmen. Drittens und schmerzhaftestens vermutlich die Ausschüttung von Gewinnen an Personen, die nicht im Unternehmen mitarbeiten, PS Parteispenden. Die drei wichtigsten Folgen, die wir uns erwarten, ist, dass alle Unternehmen aus der kapitalistischen Systemdynamik erlöst werden, nämlich aus dem sich gegenseitig fressen müssen und aus dem wachsen müssen. Das ist der Wachstumszwang, der im System angelegt ist, weil ich in einer Konkurrenzsituation einen höheren Finanzgewinn erzielen muss als mein Konkurrent, andernfalls ich Gefahr laufe, dass ich von ihm gefressen werde. Je ein Kapitalist schlägt tausend andere tot. Unternehmer schlägt Unternehmer tot. Ein Zitat von Karl Marx, damit hier ein bisschen auch die Diskussion angeregt wird. Und aus dieser Systemdynamik werden sie erlöst und weil sie keine Angst haben müssen, dass sie gefressen werden und weil sie ihren Erfolg nicht mehr im maximalen Finanzgewinn darstellen müssen, jetzt können Unternehmen endlich ihre optimale Größe anstreben, in Seelenruhe, wie es Leopold Kohr empfohlen hat. Also das hier ist eine Leopold Kohrsche Vision, das Anstreben der optimalen Größe. Leopold Kohr hat nie gesagt, je kleiner, desto schöner, er hat immer von der optimalen Größe gesprochen. Und die optimale Größe, das wissen wir, die meisten Menschen fühlen sich in überschaubaren Gruppen wohler. Sie würden gern 25 bis 30 Wochenstunden Erwerbsarbeiten, damit noch andere Arbeitsformen Platz haben. Und ihnen sind die heutigen Ungleichheiten zu groß. Und deshalb schlagen wir vor, dass die Ungleichheit vom derzeit bis zu 360.000-fachen für die gleiche 40-Wochenstunde reduziert wird auf das maximal 20-fache, dass die Möglichkeit, Privateigentum anzueignen, mit 10 Millionen Euro endet,
dass es ein Höchsterbe und ein Mindesterbe gibt und dass, und das ist wahrscheinlich der allerschmerzhafteste Punkt, Unternehmen in dem Maße, in dem sie größer und mächtiger werden und einen umso größeren Einfluss auf die Umwelt ausüben, dass die Umwelt, und das ist das demokratische Gemeinwesen, das diese Unternehmen überhaupt erst ins Leben setzt, auch ein gegengerichtetes Mitspracherecht und sogar Miteigentum an diesen Unternehmen erhält. Christian Felber sagt, wir brauchen eine Wirtschaft, die nicht an der Gewinnmaximierung und am Vorteil des Einzelnen orientiert ist, sondern an den Werten, die unser Zusammenleben bestimmen und daran, was dem Gemeinwohl dient. Jetzt habe ich im Ohr einen Slogan des Wirtschaftskammerpräsidenten Christoph Leitl, der da sagt, geht es den Menschen gut, geht es der Wirtschaft gut. Geht es uns Menschen gut mit diesem Modell und dann auch der Wirtschaft? Geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut. Geht es der Wirtschaft gut, geht es den Menschen gut, genau. Entschuldigung. Also, ich will nicht vorab, sondern mich zu bedanken für die Einladung der Salzburger Grünen, wiewohl mir natürlich klar ist, welche Rolle ich hier zu spielen habe. Es ist übrigens meistens dieselbe, wenn ich mit Christian Felber zusammensitze, darf ich das kapitalistische Monster spielen und ich versuche auch dieser Rolle ein bisschen gerecht zu werden. Mir ist natürlich klar, dass Sie hauptsächlich da sind, um den Christian Felber zu hören, werde mich dementsprechend kurz halten. Also grundsätzlich würde ich meinen, dass es uns so schlecht nicht geht, wobei Christian Felber das sehr geschickt macht, mit dem Wunsch der Menschen nach Veränderung auch zu spielen oder diesen Wunsch auch zu befriedigen und dem nachzukommen. Der Wunsch ist in allen Gesellschaftsschichten vorhanden, das ist überhaupt keine Frage. Diese Finanz- und mittlerweile Staatsschuldenkrise macht auch Veränderung notwendig. Zudem hätten wir alle gern keine Konflikte mehr, keine Wirtschaft, die ökologische Schäden verursacht, keine Kriege, keine Ungleichheit. Ich persönlich hüte mich allerdings ein wenig davor, vor so totalen Lösungen, wie es in diesem Buch auch mir verkauft oder versprochen wird. Ich sage nicht totalitär, aber es ist eine ziemlich totale Lösung. Und wenn man sich ansieht, was Christian Felber auch vorschlägt, dann hat sich für mich ein bisschen die Frage gestellt, na, warum sollten die Menschen jetzt einem totalen Systemumbau folgen? Ich glaube, dass man Verbesserung will. Ich glaube nicht, dass man auch diese Bertelsmann-Umfrage, dass die eher in Richtung Verbesserung abzieht. Es ist zu keinem Zeitpunkt der Geschichte den Menschen, und zwar breiten Massen, so gut gegangen wie heute, trotz der wachsenden Ungleichheit. Von dem her, ja, ich glaube, dass der Feudalismus nicht wesentlich mehr Massenwohlstand gebracht hat, als die sogenannte freie Marktwirtschaft, die in Österreich eh keine freie ist. Ich glaube, dass es den Menschen da wunderbar geht und ich glaube, dass die vielen Gemeinwohlökonomien, zwei gibt es ja noch, nicht sonderlich erfolgreich waren. Wenn ich mir anschaue, in Kuba ist der Durchschnittslohn bei Monatslohn bei 13 Euro. Es gibt ein Massenelend genauso wie in Nordkorea. Das ist ein Weg, den man versucht hat. Aus welchen Gründen auch immer, das kann man guthalten oder nicht guthalten. Das, was Christian Felber vorschlägt, erinnert mich eher so an diese neue politische Ökonomie in den 20er Jahren, die Lenin versucht hat, nachdem drei Jahren das sich gezeigt hat, dass man nicht so kooperativ ist, wie wir das alle gerne hätten. Sind Einsprengsel der Marktwirtschaft wieder erlaubt worden. Herr Felber erlaubt das auch. Ich finde, dass es eher in eine andere Richtung gehen sollte, als die der Herr Felber vorschlägt, weil nämlich so eine Vergesellschaftung des Staates, wie der Philosoph Rudolf Burger gerade im Spektrum diese Woche geschrieben hat, meistens in einer Verstaatlichung der Gesellschaft endet, mit einem relativ sicheren negativen Ausgang. Jetzt bin ich aber der Meinung, dass ich bin ja nicht gegen das Felber-Modell, ich bin der Meinung, jeder, der hier sitzt, jeder, der in Österreich lebt, soll dieses Felber-Modell leben können, wenn er es will. Man soll nur Leuten wie mir, die das nicht wollen, dieser Minderheit auch die Sicherheit geben, dass sie nicht in dieses Modell gezwungen werden. Und da sehe ich das große Problem, es funktioniert nämlich nur in einer flächendeckenden Art und Weise. Weil ich kann nicht sagen, naja, ich werde selbstständig oder versuche mich selbstständig zu machen, aber wenn ich mehr als 250 Mitarbeiter habe, werde ich teilenteignet.
Wenn ich nicht selber am Fließband stehe, darf ich kein Einkommen mehr beziehen. Also das ist so diese ganz große Schwäche, die ich sehe. Und Sie dürfen da eh bald mitreden. Ich bin eh schon wieder gleich fertig. Ich weiß, dass das hier ein bisschen schwierig ist, der Widerspruch. Ja, ich würde sagen, jeder soll das leben dürfen. Man muss aber Leute wie mich schützen, die das nicht wollen. Und ich fürchte, dass es eine breite Mehrheit ist, die das nicht will. Sie leugnen aber nicht, Herr Schellhorn, wenn ich das richtig sehe, dass es degenerative, pervertierte Aspekte gibt, die jetzt der kapitalistischen Marktwirtschaft, die jetzt gerade im Zeitraum der Krise 2008, 2009 offensichtlich geworden sind und dass es Verbesserungsbedarf in Richtung einer neuen Ethik im Wirtschaften gibt. Ja, das wäre ja dumm, wenn man sagen würde, es gibt überhaupt keinen Verbesserungsspielraum und es gibt keinen Bedarf nach Veränderung. Ich würde nur sagen, die Marktwirtschaft ist das fehleranfälligste funktionierende System, aber ist das beste fehleranfällige System, das ich kenne und das sich laufend weiterentwickelt. Ich würde nur vorsichtig sein und zu sagen, dass es in Österreich eine Marktwirtschaft gibt. Wir haben 52% des BIP an Staatsausgaben. Von meinem Einkommen werden mir 70% einmal weggenommen mit Sozialversicherung. Man sagt mir, was ich damit zu tun habe. Also ich weiß nicht, ob wir sehr stark in einem marktwirtschaftlichen System leben. Aber grundsätzlich gibt es die Marktwirtschaft natürlich als funktionierendes System. Und ich glaube, dass es ein gutes System ist. Also zumindest, wenn ich der UNO vertrauen darf, dann ist die Armut in den letzten 50 Jahren stärker gesunken als in den letzten 500 Jahren. Und das war definitiv ein Zeitalter des freien Handels, ein Zeitalter des, wie Sie sagen würden, fortschreitenden Liberalismus. Mit Neoliberalismus muss man einmal genau definieren, was das ist. I'm sorry to say. Also da ist es relativ gut gelaufen und ich glaube, dass es allen, die hier sitzen, dass sie zumindest wissen, dass vieles nicht perfekt läuft, dass Märkte Ergebnisse produzieren, die nicht allen passen. Aber der Wohlstand der Massen war in keiner Zeit der Geschichte höher als heute. Also unmittelbar die Zahlen. Ich glaube, es war nicht historisch immer so, dass 37% der Kinder in Berlin in Hartz-IV-Haushalten aufgewachsen sind. Also wenn das kein Rückschritt ist, wenn es kein Rückschritt ist, dass heute die Anzahl der hungernden Menschen von 820 Millionen 1995 auf 1020 Millionen, also 1,02 Milliarden um 200 Millionen Menschen gestiegen ist, wenn das kein Rückschritt ist. Und wenn Sie die Daten der UNO durchlesen, dann sehen Sie, dass die Arbeitslosigkeit in der Mehrheit der Kontinente zunimmt, dass auch die Armut in der Mehrheit der Kontinente zunimmt, das ist nur wegen China, dass sie zurückgeht. Und dass auch die Zukunftsaussichten und die Angst, ich finde das allerschlagendste Argument ist, dass der Hunger zunimmt und die Angst, die Zukunftsoptimismus nimmt stark ab und die Angst vor einer schlimmeren Zukunft nimmt zu. Ich glaube, da müssten wir jetzt in die Zahlendiskussion gehen und die halte ich für unfruchtbar. Fruchtbar halte ich das Argument, dass es doch überhaupt kein Argument gegen die Gemeinwohlökonomie ist, wenn es den Menschen jetzt im sozialisierten Kapitalismus besser geht als im Feudalismus. Das streite ich ja gar nicht ab und ich glaube auch, dass der Kapitalismus eine notwendige Erfahrung war, eine kollektive notwendige Erfahrung, damit wir wissen, wenn wir den Finanzgewinn und das Privateigentum verabsolutieren, dann schaffen wir langfristig die Freiheit wieder ab und wir landen in einer Sinnkrise, wo wir an Kaufsucht leiden, anstatt dass unsere materiellen Grundbedürfnisse befriedigen. Und diese totale Lösung, nur eines noch, diese totale Lösung, also das ist schon eine sehr bedenkliche Wortwahl, ist meines Erachtens mehr eine runde Lösung, dass ich eben erstmals eine vollständige und in sich stimmige Alternative anbiete, die aber überhaupt nicht abgeschlossen oder fix fertig ist, und die auch nicht das Ende der Geschichte ist, sondern die ist nur eine relative Verbesserung gegenüber der kapitalistischen Marktwirtschaft und der zentralen Planwirtschaft und sie ist vollkommen entwicklungsoffen. Also der große Trumpf, finde ich, der Gemeinwohlökonomie, dass sie beteiligungsintensiv ist, machen 242 Unternehmen, unterstützen sie heute, 65 wenden die Gemeinwohlbilanz an und das Letzte, wenn Sie sagen wollen, Sie wünschen sich ja nur, dass Sie es anders machen dürfen, also das ist genauso sinnvoll wie das Verbot, andere Menschen zu enteignen, nur für einen Teil gilt, die das freiwillig machen, aber andere, die lieber stehlen, denen erlauben wir halt das Stehlen. Oder es würden ja auch manche sehr viel lieber mit 280 km/h durchs Ortsgebiet fahren, aber da gelten halt auch die Geschwindigkeitsbeschränkungen für alle. Und das Verbot, uns zu verletzen oder zu töten, ich finde das auch sinnvoll, dass das für alle gilt und nicht nur für die, die das freiwillig machen. Sie fordern das Gebot der Orientierung am Gemeinwohl. Wer definiert denn, was Gemeinwohl ist?
Also gerade hier finde ich, ist es ein gewaltiger Fortschritt, was die Demokratisierung politischer Entscheidungsfindungen betrifft. Wir gehen eben nicht den Weg, den die bisherigen Sekundärbilanzen gegangen sind, wie Ökobilanzen, Umweltbilanzen, ISO 14000, ISO 26000, Balanced Scorecard. Das gibt es alles schon. Und wer bitte hat das bestimmt? Also was waren das für undemokratische Prozesse? Ich finde, je mehr Akteure hier beteiligt sind an diesen Sekundärbilanzen, desto repräsentativer werden sie. Bei uns sind jetzt 65 Unternehmen beteiligt, das ist noch viel zu wenig, das geben wir zu. Darum wollen wir die Unterstützerschaft auf viele tausend Unternehmen ausweiten und die anwendenden Unternehmen auf mindestens viele hundert, wenn nicht auch viele tausend. Dann glauben wir, dass die Gemeinwohlbilanz ausreichend repräsentativ ist und dann sagen wir, weil wir gute Demokraten und Demokratinnen sind, sagen wir, das ist noch kein demokratisches Ergebnis gewesen, wenn auch ein sehr breit partizipativer und repräsentativer Prozess. Und wir geben jetzt dieses Zwischenergebnis gemeinsam mit allen anderen Vorarbeiten, auch mit den Vorstellungen und Vorschlägen von Herrn Schellhorn und seinen, die ähnlich denken wie er, in einen demokratisch gewählten Konvent. In einem demokratisch gewählten Konvent haben Sie gleich viele Chancen wie die anderen und deshalb soll dann dort Hausnummer 100 Personen noch einmal ein Jahr über allen Eingaben brüten, noch einmal Rückfragen beim Herrn Schellhorn, noch einmal Rückfragen bei der Gemeindebrücke, noch einmal Rückfragen bei den anderen Initiativen und daraus dann ein Gesetz machen. Und die demokratische Güte dieses Gesetzes warum ist... Warum nicht das Parlament? Wir hätten den Gesetzgeber an und für sich schon. Wäre ich auch schon sehr zufrieden. Demokratisch gewählt ist. Mit dem parlamentarischen Gesetz wäre ich auch schon sehr zufrieden, aber das kann dann die nächste Regierung wieder abändern. Und wenn es in einem Konvent ausverhandelt wird und vom Souverän angenommen wird, dann kann es auch wieder verändert werden, aber eben nicht von einer Regierungsmehrheit. Das wäre jetzt eine Demokratiedebatte. Wir erfahren heute tagtäglich, dass das Parlament Beschlüsse fasst und Gesetze beschließt, die gegen den ausdrücklichen Mehrheitswillen der Bevölkerung gerichtet sind. Die Verlängerung der Laufzeiten der Atomkraftwerke ist ein aktuelles Beispiel, die Rettung systemrelevanter Banken mit dem Geld der Steuerzahlerinnen anstatt mit dem Geld der Eigentümerinnen und die Nichtzerschlagung dieser systemrelevanten Beispiele. Banken ist ein anderes Beispiel, die totale Zuwiderhandlung gegen den ausgedrückten Willen des Gentechnik-Volksbegehrs. Also da gab es eine breite Regung der Bevölkerung, das Parlament hat zuwider gehandelt. Das heißt, dem derzeitigen Zustand der Demokratie sind die Beschlüsse des Parlaments nicht sehr souverän, würde ich sagen. Und der direkt gewählte Konvent, das wäre ein souveränes Gremium und von der Demokratiegüte um Welten besser als ein parlamentarisches. Sie fordern eine Wirtschaftsverfassung im Sinne der Gemeinwohlökonomie, die nicht mehr mit einfacher Mehrheit zu ändern ist, wenn ich das richtig sehe. Herr Schellhorn. Das meine ich mit einer totalitären Lösung. Konvent ist totalitär. Ja, es ist einmal bestimmt und dann wird es nicht mehr abgeändert. Also da würde ich sagen, gibt es ja hier sehr viele, die für die Basisdemokratie sind und vielleicht das... Jede Verfassung wird in einem Konvent verabschiedet. Ja, ich sage es nur, weil totalitär gehen in ein Konvent, totalitär bezeichnet. Also Sie haben ja gesagt, also ich habe da mitzuspielen, der das System nicht für so super hält, auch alle anderen haben mitzuspielen. Das finde ich eine eher stärkere Schwäche dieses Systems. Ich würde gerne eben, wie Sie gesagt haben, lassen Sie es zur Abstimmung bringen, es ist eine Demokratie in Österreich, finden Sie Mehrheiten für dieses System, wunderbar, aber es gibt immerhin noch so etwas wie einen Minderheitenschutz und ich glaube, dass Sie die Mehrheit nicht finden werden, weil diese sogenannte erfolglose Marktwirtschaft das immerhin zustande bringt, dass man... Aber ich muss jetzt... Jetzt darf ich aber kurz einen Satz fertig reden. Die erfolglose Marktwirtschaft immerhin 30% Sozialquote in diesem Land finanziert. Das sind im Jahr 77 bis 80 Milliarden Euro. Man fragt sich immer noch, wie es möglich ist, dass es bei dieser Summe Armut in diesem Land gibt. Aber diese Summe wird erwirtschaftet, bis zum großen Teil zumindest. Der Rest wird auf Pump finanziert. Und diese Summen werden umverteilt. Ist nicht so schlecht, finde ich, für ein total erfolgloses System. Und Sie versprechen eine Welt, die einfach ausprobiert worden ist, dass jeder für den anderen sorgt, dass jeder für den anderen da ist, dass es keine Konkurrenz gibt, dass jeder nett zu den anderen ist, hat eine Schwäche, dass viele Menschen immer erwarten, dass der andere nett zu einem ist und dann endet man in einem System, wie es heute noch in zwei Ländern gibt und das halte ich nicht für wahnsinnig erstrebenswert. Ich werde Ihnen deshalb nicht folgen. Rückfrage zum Verfahren eines Konvents. Ein Konvent ist das übliche Verfahren, das demokratische Verfahren, das eine Verfassung zustande bringt. Die Verfassung gilt für ein demokratisches Gemeinwesen. Wir hatten so ein Verfahren in Österreich in den letzten Jahren.
Die EU-Verfassung ist in so einem aus sehr undemokratischen Konvent aus meiner Sicht zustande gekommen. Der Kanton Zürich hat zuletzt durch genau dieses von mir beschriebene Verfahren sich selbst eine neue Verfassung gegeben. Und ich möchte jetzt nur rückfragen, ob Sie dieses Verfahren tatsächlich als totalitär bezeichnen. Sie haben gesagt, das könnte dann bei der nächsten Regierung mit einfacher Mehrheit wieder geändert werden. Und für so ein System bin ich und dagegen sind Sie. Okay, dann ich bin dafür, dass es durch eine einfache Mehrheit wieder geändert werden kann. Das ist das Herz einer Demokratie, das in Ihrem Buch kaum vorkommt. Kann auch das Verfassungsgesetz, in dem eine einfache Mehrheit der Bevölkerung aus eigener Kraft eine Volksabstimmung über die Änderung dieser Verfassungsstelle initiiert und damit 51% der Mehrheit diesen Bestand der Verfassung wieder verändert hat? Verfassungsmehrheit sind 2/3, Entschuldigung. Das ist mit diesen Wenn es das Parlament macht, aber nicht in einer Volksabstimmung, das ist der Unterschied. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Sie haben schon angesprochen, das sei ein sehr heikler Punkt, haben Sie gesagt, wo es große Widerstände geben wird. Überschüsse sollen nicht mehr ausgeschüttet werden an Personen, die nicht im Unternehmen arbeiten. Also da denkt man etwa an Familienmitglieder, die partizipieren am Unternehmensgewinn, ohne selbst tätig zu sein. Sie sagen, es darf nicht mehr investiert werden, also aus Überschüssen, in den Finanzmarkt, in feindliche Übernahmen. Sie sagen, niemand soll mehr verdienen als das 20-fache eines Mindestlöhners. 500.000 Euro maximal sollen geerbt und als Geschenk erhalten werden dürfen. Und der Rest soll als eine demokratische Mitgift an die Allgemeinheit der nächsten Generation gehen. Wer soll das kontrollieren, dass das eingehalten wird? Also ist das ein Wirtschaftsüberwachungsstaat? Nein, es ist, in diesem Punkt wird sich gar nichts ändern, weil heute gibt es ja Steuergesetze und die enteignen sozusagen die arbeitende Bevölkerung, indem es die vollkommene Transparenz ihrer Einkommensdaten gibt. Der Finanzminister schaut bei Ihnen, wenn Sie arbeiten, ins ökonomische Schlafzimmer, weil Ihr Lohn und Ihr Gehalt vollautomatisch sowohl ans Finanzamt weitergeleitet wird, als auch an die Sozialversicherung. Das heißt, wir haben heute kein Lohngeheimnis und kein Gehaltsgeheimnis. Wir haben den gläsernen Menschen, was die Arbeitseinkommen betrifft, damit der Überwachungsstaat, den es heute gibt, sich die Steuer von ihrem Einkommen herunterzwacken kann. Und daran wird sich einfach nichts ändern. Also da sehe ich jetzt überhaupt keine Änderung zum derzeitigen System. Beim Erbrecht vielleicht noch am ehesten, weil hier endlich die Bestandsaufnahme der Vermögensbestände ein bisschen genauer werden müsste. Wir haben derzeit die sehr traurige Situation, dass die Vermögen der Bevölkerung so groß sind wie noch nie, wir sind so reich wie noch nie, und wir haben aber die Besteuerung dieser Vermögen mehr oder weniger vollkommen abgeschafft. Die Vermögen haben vor 30 Jahren im sozialisierten Kapitalismus haben die Vermögensteuern nach einem Anteil zum gesamten Steuern- und Abgabenaufkommen von ungefähr 4% geleistet. Also nicht gehört, würde ich mal sagen. Aber heute sind die Vermögen im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung geradezu explodiert, viel schneller gewachsen als die Wirtschaftsleistung selbst. Und der Beitrag der Vermögensteuer zum gesamten Steuerabgabenaufkommen ist aber auf 1,2% um 2/3 zurückgegangen. Und der Finanzminister verbietet der österreichischen Nationalbank, dass sie hier genauere Daten erhebt. Und das ist ganz wichtig, nicht ins Schlafzimmer, sondern nur Finanzvermögen und Immobilienvermögen. Das heißt, es schlägt niemand vor, dass Ihre Perlenkette registriert wird, dass Ihre Mona Lisa-Fälschung registriert wird, dass Ihr Lamborghini in der Garage registriert wird. Das ist überhaupt nicht die Diskussion und auch von der Attacken von mir nicht vorgeschlagen, sondern nur die Finanzvermögen, die ohnehin auf der Bank sind, wo wir alle Datengrundlagen haben, und die Immobilienvermögen, die ohnehin im Grundbuch sind. Und davon würde sozusagen ein etwas höherer Vermögensteueranteil eingehoben werden, was überhaupt nichts Neues in der Geschichte ist. Und die Erbschaftssteuer ist auch gegeben und die würde einfach angehoben werden, dass wir zwei Ziele. Erstmals eine Leistungsgesellschaft wirklich beginnen können, in dem Sinne, dass Einkommen nur noch für Leistungen vergeben werden. Heute werden das, was Sie sich gewünscht haben als Ausnahme von der Regel, ist ein bedingungsloses Kapitaleinkommen, für das Sie nichts leisten und in vielen Fällen, in manchen Fällen schon ein Risiko tragen, aber in vielen Fällen überhaupt kein Risiko tragen. Wenn Sie 10 Millionen Euro auf der Bank haben und 2% Zinsen kriegen, und zahlen Sie da derzeit 25% Kapitalertragssteuer und haben immer noch ein leistungsloses Einkommen und ein risikoloses Einkommen von 150.000 Euro pro Jahr.
Das ist das Gegenteil und das ist der Hohn auf eine Leistungsgesellschaft. Und indem in der Gemeinwohlökonomie es keine Kapitaleinkommen mehr ohne Gegenleistung gibt, also es gibt nur noch bedingte Kapitaleinkommen. Wenn Sie mitarbeiten, haben Sie volles Mitbestimmungsrecht, Sie haben volles Einkommensrecht, können ein sehr bis zum 20-fachen, also jeder Familienunternehmer, jede Familienunternehmerin, die im Unternehmen arbeitet, kann bis zum 20-fachen des dann bei 1250 Euro vorgeschlagenen Netto-Mindestlohnes verdienen. Das sind 300.000 Euro pro Jahr. Und bitte zeigen Sie auf die FamilienunternehmerInnen unter Ihnen, für die das eine Beschränkung in irgendeiner Form wäre. Warum? Also, wenn wer es erfolgt, dann braucht man es eigentlich eh gar nicht, weil es verdient offenbar kaum ein Familienunternehmen so viel, was ja auch stimmt. Es stimmt ja auch nicht, dass wir nur eine Gemeinsamkeit haben, dass wir beide Salzburger sind. Ich gebe Ihnen in einem Punkt recht, was Sie zu den Banken gesagt haben, war auch immer unser Standpunkt. Es war ein Riesenproblem, dass man hier eine Mitverantwortung vergesellschaftet hat. Es wäre ganz kleine Frage der Aktionäre gewesen, dieses Risiko zu tragen. Überhaupt kein Thema. Und das Zweite ist, was ich auch sehe, dass es eine gewisse Enteignung gibt der Arbeit. Ist auch nicht zu leugnen. Aber das ist auch der Grund, warum es kaum noch neue Vermögende in diesem Land gibt. Und wenn Sie sagen, dass keine Vermögensteuer eingehoben werden, in Österreich, dann stimmt es nur bedingt. Der Latziner hat es 94 abgeschafft. Stattdessen ist die Kapitalertragssteuer gekommen. Die Kapitalerträge oder die Steuereinkommen aus den Kapitalerträgen werden aber nicht mehr dem Vermögen zugerechnet, sondern dem Kapitaleinkommen, also gilt als Einkommensteuer. Wenn Sie die KES zu den Vermögenssteuern rechnen, dann sind Sie wieder dort, wo Sie vorher waren und sogar höher, weil sie viermal so hoch ist wie damals die Vermögenssteuer, die eingehoben wird. Diese Geschichte wird immer nicht erzählt und man tut so, als wäre Österreich so das Riesenparadies. Jetzt wird der Einkommens- oder der Vermögensaufbau über die Einkommen massiv besteuert. Und Sie wollen zusätzlich noch den Übertritt stark besteuern und auf 500.000 begrenzen, darüber gibt es überhaupt kein Vermögen mehr. Halte ich für relativ kommunistisch, wenn ich das sagen darf. Erbschaft, nicht Vermögen, sondern Vermögen zählt. Ich sage Übertritt, der Vermögensübertritt ist Schenkung und Erbschaft. Okay. Kurze Nachfrage. Selber sagt, Unternehmen beteiligen sich schon an diesem Gemeinwohl, an diesem Modell der Gemeinwohlökonomie. Es werden immer mehr, es soll irgendwann sozusagen die kritische Masse erreicht sein, wo das mehrheitsfähig wird. Glauben Sie, dass ein Modell der Gemeinwohlökonomie würde Österreich darauf umstellen? Wäre das im internationalen Kontext, in einer globalisierten Welt überhaupt machbar, dass ein Land umstellt? Also ich halte das natürlich, wenn eine Mehrheit das wollte und sagt, okay, wir verbieten Fusionen, wir verbieten, ja, es gibt, wer entscheidet, ob es freundlich oder feindlich ist? Es ist, ja, das ist eben, das ist dieser Überwachungsstaat und da brauche ich keinen Beamten, der mir sagt, na, das ist jetzt aber freundlich gewesen, was ich gemacht habe, aber das war wirklich feindlich, das ist schlimmer. Die Eigentümer und das halte ich irgendwo für schwer praktikabel. Genauso halte ich die fortschreitende Enteignung von Unternehmen und Privateigentum für möglich. Dass es möglich ist, zeigt der Kuba und Nordkorea. Man kann das machen, wenn man das will. Ich glaube nur nicht, dass es einen wirklichen großen Nutzen für die breiten Massen gibt. Und da bin ich, der Zürich Schweighofer hat es angesprochen, es war eine Replik, glaube ich, vom Erhard Fürst, der früher in der industriellen Vereinigung war, der hat gesagt, das ist ein Weg in die Verarmung der Massen. Und das glaube ich auch. Werden wir reicher oder ärmer durch Ihr Modell? Viel reicher, weil in einer Gesellschaft, wo die Ungleichheiten geringer sind als heute, wir sind in Österreich zwar nicht beim 360.000-fachen, was die Einkommen betrifft, sondern nur beim 600-fachen, aber auch das frage ich seit 3 Jahren in jedem Saal und es ist immer die Antwort, dass die Menschen für die gleiche volle Wochenstunde, 38,5 oder 40, empfinden sie als die gesetzlich höchst zulässige Obergrenze für Einkommen, das 10- bis 20-fache, als das gerade noch mit ihrem Gerechtigkeitsempfinden vertretbare. Das heißt, wir haben da breite Zustimmung und Motivation, das ist so, glaube ich, das, was in dieser ganzen Debatte versteckt ist, Motivation rührt nachweislich nicht von hohen materiellen Anreizen her, sondern Motivation ist sehr, sehr viel stärker intrinsisch. Wenn Menschen einen Sinn in der Tätigkeit vorfinden, die sie verrichten, das heißt, wenn sie sinnvolle Produkte herstellen, wenn die Beziehungen stimmen, das heißt, wenn sie kooperativ und solidarisch endlich wirtschaften dürfen, ohne dass sie fürchten müssen, dass ihnen das einen Nachteil bringt, wenn die Ergebnisse gerechter verteilt werden, es gibt wissenschaftliche Evidenz für alles, was ich
nicht die Zeit haben, das alles zu bringen, aber zum Beispiel, wenn Gruppen alle gemeinsam bestimmen dürfen, wie die Erträgnisse ihrer gemeinsamen Gruppenarbeit verteilt werden in der Gruppe, dann steigt nachweislich das Leistungsniveau dieser Gruppe. Ebenso bei der Mitbestimmung. In einer Gruppe, in der alle mitbestimmen dürfen, steigt nachweislich das Leistungsniveau in der Gruppe. Und was wir machen, wir schlagen einfach vor, dass die Mitbestimmung und die gerechtere Verteilung der Früchte tendenziell und sehr, sehr schonend in die Wirtschaft eingeführt wird. Ob das bei Unternehmen mit 100 Beschäftigten beginnt oder bei Unternehmen mit 1000 Beschäftigten beginnt, das soll ja gar nicht wir klären, sondern das soll nach einer breiten Diskussion, nach einer jahrelangen Diskussion der Wirtschaftskonvent klären. Aber was sozusagen heute der Fall ist, dass selbst ein Weltkonzern mit 300.000 Beschäftigten ausschließlich von der Kapitaleignung gesteuert werden darf, das gilt es eben als Ausdruck zu verhindern. Wir kommen von der von Ihnen angesprochenen Mitbestimmung zum Miteigentum. Ein weiterer kritischer Punkt, das ist der letzte, den wir jetzt hier debattieren, bevor Sie am Wort sind, deshalb bitte ich, dass wir uns da auch kurz halten. Kritiker nennen das eiskalte Enteignung, was Sie vorschlagen. Unter anderem Betriebe, die mehr als 250 Mitarbeiter haben, sollen teilweise in den Besitz der Allgemeinheit und der Mitarbeiter übergehen. Betriebe oder Unternehmungen mit mehr als 5.000 sollen in den Besitz der Allgemeinheit übergehen. Ja, zu 50% der Beschäftigten, wobei dann nicht mehr die Regierung die Kontrolle haben soll, sondern regionale Wirtschaftsparlamente. Wo liegt da der Unterschied zur sozialistischen Planwirtschaft? Das eine war ein Staatskapitalismus und ein Staatskommunismus und das andere wäre Wirtschaftsdemokratie. Hat es meines Wissens nach bisher nie gegeben. Und das kann man sich so vorstellen, wie viele Unternehmen gibt es denn in Salzburg mit mehr als 5.000 Beschäftigten? Das wäre dann vielleicht, weiß es jemand auswendig? Also sie wären wahrscheinlich an zwei Händen abzählbar, vermute ich. Vielleicht braucht man vier Hände. Und dann würde eben ein regionales Wirtschaftsparlament in diesem Höchstfall würde einfach nur durch wachsende Informationspflichten und durch wachsende Mitbestimmungsrechte verhindern können, dass hier, wie zuletzt in Bergheim, ein Betrieb mit 535 Beschäftigten, der schwarze Zahlen geschrieben hat, der profitabel war, wird abgesiedelt, ohne dass der Bürgermeister auch noch informiert wird. Also es geht darum, wenn Unternehmen groß werden, dann muss nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die, die betroffen sind von der Aktivität des Unternehmens. Das sind die AnrainerInnen, das ist der demokratische Souverän, der hier Steuern bekommt von diesem Unternehmen oder nicht und der auch strategisch mitentscheiden darf, ob jetzt hier gentechnisch veränderte Produkte hergestellt werden oder nicht oder Atomkraft produziert wird. Das wäre ein anderes Beispiel, was ich vorhin unten erzählt habe. Es gibt gerade in Kalifornien und nicht in Kuba oder Nordkorea ein sehr schönes Beispiel für ein wirtschaftsdemokratisches Unternehmen, das zu 100% im öffentlichen Eigentum ist, das 1,5 Millionen Menschen mit Energie versorgt, nämlich die Bevölkerung der kalifornischen Hauptstadt Sacramento. Der Arnold Schwarzenegger durfte dort kein Sterbenswörtchen mitreden. Also der Staat und die Regierung oder auch die Stadtregierung waren zu 100% ausgeschlossen und die das alleine bestimmen durften, war eben die Bevölkerung der Hauptstadt von Kalifornien. Und die Ergebnisse waren extrem überzeugend. Dieser Energieversorger ist nicht nur der beliebteste in den USA, sondern auch der grünste in dem Sinne, dass eine ganz hohe Priorität auf erneuerbare Energieträger, auf Energieeffizienz und auf einen bestmöglichen Service der Bevölkerung gelegt wird. Also da gibt es schöne Beispiele, dass das funktioniert. Und der Beginn ist ja ein sehr zärtlicher, würde ich fast sagen. Es beginnen Stimmrechte von 12,5% oder von 10% kann man beginnen. Das heißt, dass man erstens, dass man mal Informationen kriegt, die man heute nicht kriegt und dann wächst auch der Einfluss der Stimmrechte. Und wenn dann dieser demokratische Konvent Ihrer Meinung folgen sollte und sagt, nein, das geht zu weit und wir machen das in einer anderen Gewichtung, dann werde ich dem gerne folgen, weil dann habe ich erfahren, was der Wille der Bevölkerung ist. Aber ohne solche Vorschläge zu machen, die mal in eine andere Richtung gehen, als den heutigen Zustand gut zu heißen, nämlich dass es unbeschränktes Eigentumsrecht, unbeschränktes Verfügungs- und Bestimmungsrecht und unbeschränktes Ausbeutungsrecht gibt. Es gibt kein Gesetz, das einem Weltkonzern verbietet, dass du 25%, 30% Eigenkapitalrendite aus dem Unternehmen saugen darfst, obwohl gerade dadurch die mitarbeitenden Menschen strukturell enteignet werden. Es gibt eine ganze Fülle von weiteren Beispielen, wie strukturelle Enteignung stattfindet. Aber glauben Sie zum Beispiel, um beim konkreten Beispiel zu bleiben, nehmen wir Salzburg, Sie haben es angesprochen.
Ein Unternehmen wie Red Bull hat wahrscheinlich tatsächlich mehr als 5000 Mitarbeiter. Glauben Sie, würde es sich einem regionalen Wirtschaftsparlament unterwerfen oder würde es aus Salzburg abziehen? Also das ist jetzt, ja, natürlich drohen alle Unternehmen nach China zu produzieren, das tun sie jetzt auch und tun sie auch. Und da die Gegenantwort eines mit Rückgrat behafteten, demokratisch verfassten Gemeinwesens wäre, du kannst sehr gerne in China produzieren, aber dann verkaufe auch nur in China und nicht in der EU. Das ist genau das Gleiche, was jetzt da passiert, dass die Unternehmen in China produzieren, aber in der EU verkaufen. Und das ist das Unfaire, dass sie die hier durch demokratische Prozesse zustande gekommenen arbeitsrechtlichen Standards, Sozialstandards, Umweltstandards, Steuerstandards, Transparenz- und Regulierungsstandards umgehen, indem sie in anderen Ländern produzieren, aber verkaufen dann sehr wohl hier. Es müsste sozusagen die logische Eintrittsbedingung für die in anderen Ländern produzierten Waren und Dienstleistungen sein, dass sie die gleichen Standards eingehalten haben, wie die in der EU gelten. Und das ist auch genau der Vorschlag der Gemeinwohlökonomie. Freier Handel mit allen fair produzierten Waren und Dienstleistungen, aber steigende Zölle, wenn eben die Menschenrechte verletzt werden, was die Konzerne strukturell tun, weil es eben kein globales Recht gibt, was sie davon abhält und keine globale Klagemöglichkeit. Wenn sie die Umwelt kaputt machen, die Arbeitsrechte verletzen, Kinder beschäftigen und sich ihrer Steuerpflicht entledigen, dann sozusagen müsste hier wachsende Zölle greifen, damit die Werte, die in demokratischen Prozessen hier festgelegt wurden, auch eingehalten werden können. Hanschelle und Schutzzölle. Gemeinwohlökonomie nicht mehr hier produzieren wollen, auch nicht mehr hier verkaufen können. Also ich habe das jetzt nochmal gelesen, Kooperation statt Konkurrenz. Bei der Redezeit hört sich die Kooperation immer ganz gerne auf. Von Christian Felber, darum halte ich mich nochmal kurz. Ja, aber ich habe jetzt nicht rezensiert. Also das faire diese verwaldorfisierte Planwirtschaft mit ökologischem Antlitz ist irgendwo ein ganz eigenartiges Ding. Gerade wenn Sie wieder sagen, na, Importzölle, wenn es ungerecht ist. Das ist genau dasselbe, wenn Sie verlangen würden, dass jeder, der heute nach Ägypten auf Urlaub fliegt, eine gewisse Sperre haben müsste, dass er Geld dalassen muss, weil das ist nämlich, Urlaub ist Dienstleistungsimport, wie Sie sicher wissen. Und dieser Konkurrenzkampf findet zu völlig ungleichen Bedingungen statt. In Ägypten gibt es für den Kellner keinen Kollektivvertrag, es gibt keine 5 Wochen Urlaub, es gibt keine Sozialversicherung. Und wenn Sie dorthin fliegen, dann betreiben Sie Sozialdumping. Das ist meiner Meinung nach den Menschen zumutbar, sich selbst darüber ein Bild zu machen. Das sollen sie selbst entscheiden. Da brauche ich keinen Volkskonvent, der mir sagt, na, das darfst du und das darfst du nicht. Das sind so Dinge, die in dem münden, was der Herr Burger gesagt hat, nämlich in einer Verstaatlichung der Gesellschaft. Und das halte ich für nicht wahnsinnig klug. Und zur Ungleichheit würde ich nur gerne einen Satz noch loswerden. In China gab es 1980 80% der Menschen, die in bitterster Armut leben. Jetzt sind es 23% der Menschen, die in Armut leben. Immer noch zu viel, keine Frage. Die Ungleichheit ist in China massiv gestiegen. Der Sohn von der chinesischen Bauernfamilie, der von der Provinz nach Shanghai gegangen ist und dort einen ganz guten Job gefunden hat, hat sein Einkommen deutlich gesteigert. Die Eltern sind so arm wie vorher, aber die Ungleichheit ist natürlich relativ deutlich gestiegen. Aber der Masse der Bevölkerung geht es besser. Es ist keiner ärmer als zuvor. Es sind einige noch immer so arm wie zuvor, weil sie dann nicht teilhaben dürfen. Und diese chinesischen Familien hätten ohne die Globalisierung null Chance. Da wär's und genau, das gehört schon zu den Spielregeln. Das ja, aber die Kooperation, ein Satz zur Kooperation, zu China sage ich nichts, damit ich nicht noch mehr Zeitguthaben gegen Sie sehr gewinne, aber was ich... Ich gönne es Ihnen, ja, ich habe es ja schon vorhin gesagt, ich nehme das auch günstig an, dass Sie mir das gönnen, weil das möchte ich schon erwähnen, die beiden Bücher sind in der Presse nicht rezensiert worden, obwohl es an einer Hand abzählbar sind, nach der Krise, die in Österreich erschienenen Bücher mit Vorschlägen, wie wir aus der Krise herauskommen könnten. Nur zu dem ägyptischen Hotel, die Mehrzahl der ägyptischen Hotels befinden sich nicht im Eigentum von Ägypterinnen und Ägyptern, sondern sind europäische und östamerikanische Hotelketten und Vietnam, auch dort das Gleiche. Und der Vorschlag, wenn Sie die 50 Vorschläge auch gelesen hätten, da steht drinnen, dass für transnationale Konzerne, die eben von diesen Nichtstandards hier profitieren und menschenverachtend profitieren, sollten globale Regeln gelten, unabhängig von den Ländern, in denen sie investieren. Dann braucht es gar nicht der ägyptische Souverän beschließen das Gesetz, sondern es müsste sich nur der global agierende Konzern an das global agierende Gesetz halten. Was jetzt der Fall ist, China hat seinen Mindestlohn angehoben und 2008 am 1. Jänner eingeführt, gegen den massivsten Widerstand der Europäischen Handelskammer und der Österreichischen Handelskammer und gegen die europäischen
und US-amerikanischen Konzerne. Sogar österreichische Unternehmen sind dann am 1. Jänner 2008 aus China abgesiedelt, weil es jetzt einen Mindestlohn gibt, und sind nach Vietnam gegangen, weil es dort keinen Mindestlohn gibt, und nach Kambodscha. Und was eine verantwortungsbewusste Wirtschaft wäre, die setzt sich eben für globale Spielregeln, für globale Wirtschaftsfreiheit ein. Eine Replik noch. Ja, ich finde, dass das zum Beispiel wir alle in der Hand haben, wo wir kaufen. Ich finde es immer ganz lustig, dass bei uns die Leute zum H&M gehen, im T-Shirt, dann zu McDonalds und dann zur Antiglobalisierungsdemo. Und das ist ein bisschen ein Widerspruch, den ich zumindest erkenne. Und man kann ja immer hineinschauen, made in China, made in Bangladesch, made in Italy. Jeder hat die Wahl und das kann man sich selbst aussuchen. Und ich finde auch, dass ein Riesenvorteil der Marktwirtschaft ist, dass es Platz für Modelle wie das Ihre hat. Es ist offen, Sie können das zur Wahl stellen, es ist jeder free to choose. In Ihrem Modell sehe ich den Platz für Leute wie mich natürlich nicht mehr. Deshalb bin ich auch so massiv dagegen, oder deshalb werde ich das nicht unterstützen. Okay, die Fronten sind klar. Wir haben einige strittige Punkte nur gestreift und angeschnitten. Ihnen fallen bestimmt noch andere Dinge ein, die Sie hinterfragt wissen wollen. Bitte, Sie sind am Wort. Ganz kurz zu unserer Erinnerung. Herr Pritz hat gesagt, hat Ihre Sprache kritisiert in einem Furche-Beitrag und zitiert von Genickbruch für die kapitalistische Wirtschaft und Menschen, die selektiert werden, die uns folgen. Frau Beckmann, wenn ich den Namen richtig verstanden habe, spricht an eine Meinung, die weit verbreitet ist, nämlich dass die EU dafür sorgen wird, durch gemeinsame Standards, arbeitsrechtlicher Hinsicht etc., dass die Sozialstandards steigen werden, auch in den ärmeren EU-Ländern, in den neuen Beitrittsländern. Dann kam eine ganze Reihe von Anregungen, nämlich Frauen, die Lage der Frauen in der globalisierten Wirtschaft würden Sie zu wenig berücksichtigen. Der Vergleich China würde hinken, das ging an Sie, Herr Schellhorn. Und auch der problematische Vergleich mit dem gescheiterten Realsozialismus. Und zuletzt, warum soll es schlimm sein, wenn Unternehmen wachsen, sie schaffen auch Arbeitsplätze? Bitte, Sie beginnen. Ja. Und nicht zu lang, bitte, damit wir noch eine Runde machen können. Ganz so kurz ich es schaffe. Also die Instrumentalisierung, die findet erfreulicherweise von allen Seiten statt, nicht nur von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zuletzt war ich gleich an zwei Tagen hintereinander instrumentalisiert und skrupellos eingeladen von der Wirtschaftskammer und vom Wirtschaftsbund Kärnten, und auch einige größere Konzerne mit mehr als 500 Beschäftigten laden mich auch zunehmend ein, um mich eben skrupellos für das Brainwashing ihrer Beschäftigten zu instrumentalisieren, und entsprechend hochfallen auch die Bestechungshonorare mittlerweile aus, die ich dann aber allerdings eben aus einem Programm, aus einem genetischen Programmfehler dann eben der Gemeinwohlstiftung, der Bewegungsstiftung zufließen lasse. Das, also mit einem Satz, das ist ein erfreulicher Umstand, dass die Gedanken offenbar so breit Anklang finden, dass sie überall diskutiert werden. Dem Genickbruch und der Selektion, also da haben Sie mich jetzt tatsächlich nachdenklich gestimmt. Und ich verspreche Ihnen, ich werde mir das gut überlegen. Eine gleiche, ähnliche Wortmeldung hat die Marlene Strelowitz mir letztens rückgemeldet in einem persönlichen Gespräch. Sie hat gesagt, wenn ich von einer Schwächung des demokratischen Immunsystems spreche, dann spreche ich mit biologistischen Metaphern. Und das will ja genau ich und genau Attac wollen das ja grundsätzlich nicht. Ich habe meine Meinungsbildung hier noch nicht abgeschlossen, aber ich will Ihnen sagen, ich nehme das sehr ernst. Und wenn meine Meinungsbildung zu dem Umstand kommt, dass das ein berechtigter Hinweis ist, dann werde ich ja meine Sprachwahl in Zukunft ändern. Ich möchte aber mein Motiv für diese beiden Begriffe noch offenlegen, damit Sie zumindest wissen, wie es dazu gekommen ist. Ich folge Jean-Paul Sartre, der gesagt hat, wenn du den Menschen liebst, dann musst du hassen, was sie unterdrückt. Und das ist ein ganz starker Kodex in der Sprachregelung von Attac, dass wir nie Personen angreifen, sondern immer nur die Sache und die Systeme. Und deshalb sage ich auch nicht, die Wirtschaftstreibenden sind egoistisch oder korrupt oder sonst was, sondern dieses System, die Gesetze sind falsch. Das Böse ist die Struktur und das System und das Gesetz. Und das Gesetz und die Struktur und das System muss tatsächlich gebrochen werden. Vielleicht ist der Genickbruch die falsche Metapher, aber dass das Böse die Struktur ist, nämlich die Belohnung von Gewinn und Konkurrenz, das ist das, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen will. Und dass ich es überlege, das habe ich zugesagt, bei der kulturellen Selektion der beziehe ich mich auf Studien, sozialmedizinische Studien, denen zufolge in den höchsten politischen
Machtpositionen ist gleich Verantwortungspositionen. Ein gegenüber dem Durchschnitt der Bevölkerung heute leider weit überdurchschnittlicher Anteil an soziopathologischen, nicht so mitgefühlfähigen, narzisstischen und suchtkranken Persönlichkeiten sich befindet. Nicht alle, aber ein höherer Anteil als im Durchschnitt der Bevölkerung. Und so komme ich zur Selektion. Ich kann es auch sofort ersetzen durch Anreize. Dieser Anreiz führt dazu, dass in den verantwortungsvollsten Positionen leider weniger empathische und weniger human handelnde Akteure handeln als im Durchschnitt der Bevölkerung. Aber wie gesagt, die Sprache überlege ich. Die EU fordert es nach der Meinung von ATTAC tatsächlich so konstruiert werden, dass wir zuerst das Arbeitsrecht, das Umweltrecht, die Steuerstandards konvergieren und harmonisieren und erst dann die Wirtschaftsfreiheiten gewähren wie den freien Kapitalverkehr und den Handel. Weil dann ist es ein fairer Handel, dann ist es ein Kapitalverkehr, der nicht die Krise importiert. Zur Bemängelung, dass die Leistungen von Frauen übersehen werden. Es tut mir leid, wenn das nicht ausreichend sichtbar gemacht wird im Buch. Ich habe es versucht, wie in den vorangegangenen Büchern ganz besonders zu unterstreichen. Mein Vorschlag, erstmals zu einer wirklichen Leistungsgesellschaft uns voranzuentwickeln, möchte eben genau diese heute nicht wahrgenommen, weil nicht in Geld gemessenen Nutzleistungen darstellen und auch gesellschaftlich belohnen und besserstellen. Mein Vorschlag ist, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen, das aus Kapitalbesitz herrührt, abschaffen und Einkommen nur noch an Leistung koppeln. Das heißt, ein leistungsbedingtes Grundeinkommen, und diese Leistung kann entweder eine Erwerbsarbeit sein oder aber eine Nichterwerbsarbeit. Genau das ist eigentlich, was Sie, glaube ich, angesprochen haben. Und heute finden ganz, ganz viele Grundleistungen, die das kapitalistische System überhaupt erst ermöglichen, in der nicht monetär wahrnehmbaren, in der nicht monetär bewerteten und belohnten Sphäre statt, genauso wie Sie es gesagt haben. Ich mache dann immer als Beispiel, dass es besonders drastisch vor Augen führen könnte, welche Leistungen hier gebracht werden, die nicht monetär dargestellt werden, wenn dieser Hedgefondsmanager, der 4 Milliarden im Jahr verdient, weil er glaubt, er hat viel geleistet, wenn der einen Autounfall erleidet, kommt dann die ehrenamtliche Rettung und hilft ihm auf und fragt ihn nicht, was kriege ich dafür, dass ich dich jetzt rette. Ich investiere ja meine Zeit und ich könnte ja jetzt da zumindest 10% deines Einkommens dafür bekommen. Das fragt er, wird ihm nicht gefragt, und sogar das Blut, wenn er zu viel Blut verliert, kriegt er von Menschen, die er nicht kennt. Von anonymen Menschen kriegt er bedingungslose, lebensrettende Solidarität. Und das in einer Gesellschaft, in einem kapitalistischen System, das behauptet, dass Menschen nur gegen finanziellen Anreiz leisten. Das bedingungslose Grundeinkommen, das ist jetzt aktuelle ATTAC-Forderung seit dem April des vergangenen Jahres und innerhalb des jetzigen Systems ja, weil sonst die Menschenwürde nicht mehr rettbar ist für einen wachsenden Anteil der Mitglieder dieses Gemeinwesens. In der Gemeinwohlökonomie brauchen wir es nicht, weil nicht alle zuerst nehmen und dadurch in der Mitte Knappheit und Konkurrenz und Angst schaffen, sondern alle zuerst geben, das ist der Vorrang. Und dann ist in der Mitte immer so viel, dass ausreichend für alle. Sie können es mit einem Picknick selbst überprüfen, wenn Sie ein Picknick nach dem Motto veranstalten. Das Letzte zum Herrn Wirten. Das Picknick machen wir ein anderes Mal. Aber dem Herrn Wirten möchte ich und dem Herrn Gastgeber möchte ich nicht nur danken für seine Gastfreundschaft, sondern bestärken in der Forderung, dass Arbeit schwächer besteuert werden soll. Das ist eine in der Gründungsdeklaration von ATTAC angelegt. Allerdings widersprechen möchte ich, das ist mein letzter Satz, dass sie bestraft werden, wenn sie größer werden. Weil mein Vorschlag ist nicht, oder meine Intention ist nicht, dass sie bestraft werden, wenn sie größer werden, sondern nur, wenn sie größer werden und den Anspruch stellen, dass sie weiterhin alleine entscheiden dürfen und alleine den gemeinsam produzierten Mehrwert sich aneignen wollen. Weil da bin ich nicht Ihrer Meinung. Meine Meinung ist dazu, dass die Wertschöpfung von allen ihren immer dann über 250 Mitarbeitern erbracht wurde und dass die deshalb einen progressiven Anspruch auf Mitbestimmung, wie gearbeitet wird, wie die Früchte verteilt werden und auch bei der Verteilung eben dieser Verteilung dieser Früchte erhalten sollen. Wenn Sie weiterhin die kompetenteste und vertrauenswürdigste Person sind, können Sie Geschäftsführer bleiben, weil Sie werden dann gewählt, und Sie können sich das 20-fache herausnehmen vom gesetzlichen Mindestlohn, wenn die anderen Ihnen zumut bescheinigen, dass Sie diese Arbeit tatsächlich wert sind. Dass Sie das jetzt können, allein aus der Legitimation heraus, dass Sie das Kapital besitzen, finde ich eine in einem demokratischen Gemeinwesen zu schwache Legitimation. Ja, das ist glaube ich, sehr viel gesagt, was Sie jetzt zum Schluss erwähnt haben. Und wenn man dann eher planwirtschaftliche, kommunistische Modelle denkt, dürfte es nicht ganz ein Zufall sein, würde ich meinen.
Zu der Kritik, dass China ein schlechter Vergleich ist und Kuba und Nordkorea genauso. Naja, es ist letzten Endes eh alles nicht vergleichbar, je nachdem, wie man es halt dann gerade begründet. Ich habe mir natürlich was dabei gedacht und ich kann Ihnen nur sagen, für mich ist der Vergleich natürlich zulässig, weil diese Menschen, die dort leben, sich interessanterweise nicht sehnlicher wünschen, als aus diesem Kollektiv auszubrechen und nach dem freien Muster des Westens zu leben. Zumindest die, die weg wollen. Und das sind nicht so wenige. Und da denke ich mir, ja, es wird einen Grund haben. Wir hingegen wollen ja eher in diesen Kollektivismus zurück, der demokratisch überall begonnen hat. Ob das in Russland war, nach Kerensky war das höchst demokratisch. Es hat nur nicht wahnsinnig lang gedauert. Und nicht nur dort. Und das ist das, und das sage ich jetzt zum allerletzten Mal, den Herrn Burger, Verstaatlichung der Gesellschaft, nicht mein Ding. Sie können es anders sehen, wunderbar, ich sehe es halt so. Gut, folgende Fragen tauchten auf. Wie misst man soziale Zielerreichung oder die Zielerreichung sozialer Indikatoren? An Sie, Herr Schellhorn, was ist für Sie gerechtes Einkommen und gerechtes Vermögen? Der Hinweis darauf, dass es ja schon Unternehmen gibt, die sich an diesem Gemeinwohlökonomie-Modell ja beteiligen, und auch der Hinweis auf die Demokratische Bank. Das wurde noch nicht erwähnt heute. Fangen Sie wieder an. Ja, also ich kann natürlich eine ganze Fülle von Beispielunternehmen, die heute schon existieren, bringen, die diesen angeblichen kubanischen Kommunismus leben und die natürlich nicht in Kuba sind. Sie können sie auch im Buch nachlesen. Ich möchte nur eines nochmal bringen, weil auch der Gastgeber Angst davor hat, wenn er einmal 250 Beschäftigte haben würde. Ich glaube, so viel sind sie ja noch nicht. Also ich frage mich, ob sie die Angst sozusagen theoretisch haben oder praktisch. Sie können dann überprüfen, wie das dann ausschauen würde beim Unternehmen Wagner Solar in Deutschland. Die haben über 250 Beschäftigte und dort darf überhaupt nur mitarbeiten, wer gleichzeitig Miteigentümer und Miteigentümerin ist. Und dadurch natürlich die unternehmerische Verantwortung und das finanzielle Risiko mitträgt. Und natürlich sind alle entscheidungsberechtigt und die sind in ihrer Branche Weltmarktführer. Also das ist natürlich jetzt ein vollkommenes Paradoxon, aber da gibt es viele von diesen Beispielen, die unser Weltbild auf den Kopf stellen. Dankbar bin ich für die Wahrnehmung, dass das eigentlich hier so etwas wie ein beginnender Wirtschaftskonvent ist, weil wir endlich diese Tabufragen einmal ein bisschen anrühren. Und so wird dann dieser Wirtschaftskonvent, so wird alles andere auch. Irgendjemand muss die anderen zwingen, dass man das Eigentum der anderen nicht antasten darf. Irgendjemand muss die anderen zwingen, dass wir nur 130 km/h fahren dürfen. Irgendjemand muss alle zwingen und unter eine Schablone stecken, dass wir uns Gott sei Dank nicht bespucken, beleidigen und verletzen dürfen. Ja, wir alle werden gezwungen. Es gibt 100.000 Gesetze und alle gelten für alle. Und nirgends ist Wahlfreiheit. Nirgendwo hast du Wahlfreiheit, ob du jetzt ausnahmsweise doch stehen darfst oder für andere oder ausnahmsweise doch beleidigen und spucken oder schneller fahren darfst. Natürlich würden ganz viele sich gerne nicht an die Gesetze halten, aber in einem demokratischen Gemeinwesen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und vor allem mit Schutzbedürfnissen aller muss man eben sich Regeln machen und selbstverständlich auch für das Eigentum. Ich bin überhaupt nicht gegen Privateigentum, aber ich bin für die totalen Exzesse des Privateigentums und folge hier ganz wörtlich Jean-Jacques Rousseau, der gesagt hat, wenn wir das Eigentumsrecht absolut stellen, dann können wir sämtliche Menschenrechte vergessen. Zu dieser Profitwirtschaft wie zur Non-Profitwirtschaft, ja genau, Gewinn wird nur noch ein Mittel, das ist doch, also ich verstehe nicht, warum das Ziel eines Unternehmens das maximierende Gewinn sein soll. Die Wirtschaft ist ein Instrument, ein Werkzeug, das uns dient und wir sollen damit sinnvolle Leistungen erbringen, wie zum Beispiel eine Gastronomie, in der wir uns wohlfühlen, oder Produkte herstellen, die sinnvoll sind. Aber das ist der Zweck. Und das Ziel, dass alle Menschen Grundbedürfnisse und auch gehobene Bedürfnisse befriedigt bekommen. Aber nicht, dass Gewinn erzielt wird in dieser Tätigkeit und vor allem nur durch die einen auf Kosten der anderen. Die Effektivitätsmessung operationalisieren, also ich glaube, ich habe es nicht ganz, vielleicht habe ich es nicht ganz verstanden, aber genau das macht die Gemeinwohlbilanz. Die Gemeinwohlbilanz ermittelt, was wünschen sich die Unternehmen von der Tätigkeit, die Menschen von der Tätigkeit des Unternehmens, und wir messen dann ganz genau, ob die Frauen mitbestimmen dürfen oder nicht, wie die Einkommensverteilung ist, ob ökologisch nachhaltig produziert wird oder nicht, wie es mit dem Bezug von Vorprodukten ist, ob die Produkte rezyklierbar sind, ob die Beschäftigten mitbestimmen dürfen bei allen möglichen Dingen, bei der Verteilung der Früchte. Also das sind alles Effektivitätsziele, die nicht monetär sind
Und meines Wissens sind die heutigen Sozialwissenschaften so weit, dass sie das auch messen können. Mit der intrinsischen Motivation habe ich dann möglicherweise nicht was ganz verstanden. Ich möchte nur klarstellen, dass das Buch die intrinsische Motivation klar Vorrang erhält vor der extrinsischen Motivation. Ich habe Psychologie studiert und ich wünsche mir natürlich eine Gesellschaft, in der wir überhaupt keine Gesetze mehr brauchen und überhaupt keinen Zwang mehr brauchen und auch kein Geld mehr brauchen, weil wir nur noch intrinsisch motiviert sind. Jedoch leider, solange wir nicht alle das Gleiche intrinsisch wollen, brauchen wir dann wiederum die Regeln, damit wir uns eben alle gemeinsam steuern. Und solange brauchen wir dann auch die Demokratie. Und die Unternehmen, die hier schon mitmachen, die sehen eben da eine gewisse, es sind 242 mit heute, und die Idee ist erst seit Oktober an der Öffentlichkeit, also sie ist extrem jung und es machen sehr viele Unternehmen mit und ein viel höherer Anteil der Unternehmen, die unterstützen, wenden auch die Gemeinwohlbilanz an. Darunter alle großen, also bis hin zum derzeit größten mit 650 Beschäftigten, wenden selbstverständlich die Gemeinwohlbilanz an und machen da leidenschaftlich mit, weil sie eine gewisse Erlösung zum Ausdruck bringen, dass ihr Tun endlich nicht mehr vorrangig in dieser Optimierung von Finanzzahlen gemessen wird. Wenn es eh schon Gewinn machen, warum muss man noch mehr Gewinn machen? Wenn eh schon alles in schwarzen Zahlen ist, warum muss man es noch optimieren? Und dabei aber eben diese ganzen anderen Zielsetzungen logischerweise, konsequenterweise tendenziell vernachlässigen. Und diese ganzen anderen Zielsetzungen, die uns wirklich wichtiger sind, genau wie Sie sagen, das sind Nutzwerte, Verteilungsgerechtigkeit, Beziehungsqualität, Umweltqualität, Mitbestimmung, Geschlechterverhältnis. Das sind Nutzwerte, die den Menschen in einem sinnvollen Zielmix viel wichtiger sind als die rein materiellen. Die werden endlich sichtbar gemacht durch die Gemeinwohlbilanz und sie werden dann eben auch belohnt. Ja, und das ist zwar nicht das Ende der Geschichte, aber vielleicht der nächste intelligente Schritt. Sie waren angesprochen und wurden gefragt, was denn Ihre Vorstellung von gerechtem Einkommen bzw. gerechtem Vermögen ist. Welche Höhe würden Sie einziehen? Also ich würde gar keine Höhe einziehen, weil es mir einfach nicht zusteht zu sagen, das ist gerecht, das ist ungerecht. Ich weiß nicht, was Ihr gerechter Lohn ist, was Ihr gerechtes Privatvermögen ist. Ich weiß nur, dass es immer wieder einige absurde Beispiele natürlich gibt. Es gibt auch sicher Verwerfungen. Aber ich würde es jedem selbst zutrauen, was er mit seinem erzielten Einkommen macht. Ob es Kapitalvermögen ist, ob es eine Erwerbsarbeit ist. Wenn er glaubt, er gibt es seinem besten Mitarbeiter zu 90%, schüttet es ihm aus. Warum nicht? Es ist nicht mein Ding. Es geht nicht, mich geht das nichts an. Wenn er die Steuern davor bezahlt hat, das ist das Einzige, was wichtig ist. Er soll die Steuer bezahlen, soll nach den Gesetzmäßigkeiten leben und der Rest ist einfach seine Privatentscheidung. Und meine Meinung ist auch, dass wir viel zu viele Probleme mit Reichtum haben. Wir haben weniger Probleme mit der Armut, Reichtum schockiert uns total. Wohlstand schockiert uns total. Das ist ein Wahnsinn, da kommt dieses Diebstahlsargument. Meiner Meinung nach gibt es in dem Land nicht zu viele Reiche. Es gibt zu viele Arme nach wie vor. Obwohl 77 Milliarden Euro jährlich umverteilt werden, gibt es immer noch Armut in diesem Land. Das fragt sich keiner. Es fragt sich keiner, warum in staatlichen Schulen Österreichs 70% der Kinder mit Migrationshintergrund immer noch in derselben Kaste sind wie ihre Großeltern, nämlich Hilfsarbeiter. Das interessiert niemanden. Aber mit Reichtum haben wir ein Riesenproblem. Ich verstehe nicht, warum. Mich stört es nicht, wenn jemand reich ist, ob der Herr Piech so und so viele Milliarden hat oder so und so viel, ist mir persönlich wirklich egal. Es geht darum, hat er die Steuern bezahlt, irgendwo wird er sie bezahlt haben. Eigentlich müsste er sie in Salzburg zahlen, nehme ich mal an, wenn er hier den Wohnsitz hat. Ja, das ist es. Aber ob Sie unterbezahlt oder überbezahlt sind, ich weiß es nicht. Ich bin nicht derjenige wie der Herr Felber, der sagen kann, das ist fair und das ist unfair. Das würde ich mir nie anmaßen. Dass Sie sagen, das 20-fache ist fair und darüber ist es unfair. So weit würde ich nie gehen. Okay. Und darf ich noch einen Punkt sagen? Entschuldigung, einen kurzen Punkt zu den 5 Unternehmen, die angesprochen worden sind. Es sind ja wesentlich mehr mittlerweile. Diese Unternehmen, was man dazu sagen sollte, und ich finde das wirklich super, das ist, soll jeder machen, wenn er das so wie richtig kennt. Finde ich total toll. Aber gearbeitet wird mit Computern, die nicht in der Gemeinwohlökonomie hergestellt wurden, sondern in der Marktwirtschaft. Gefahren wird mit Autos, die in der Privatwirtschaft erzeugt wurden. Und gefahren wird auf Straßen, die von der Privatwirtschaft bezahlt werden oder von deren Steuerleistung. Sorry. Ich möchte anstelle einer Schlussrunde von Ihnen, Herr Felber, nur noch ganz kurz hören, ob Sie dem Herrn folgen können, der sagt, er versteht nicht,
dass sie einen Unternehmer, der mit Blut, Schweiß und Tränen sein Unternehmen aufgebaut hat, de facto enteignen und zum Geschäftsführer degradieren wollen. Und dann, aber wirklich ganz kurz, und dann möchte ich Sie beide noch als allerletzte Frage fragen, glauben Sie denn, dass der Mensch reif für so ein Modell ist? Ist er edel, weise und gut genug, so eine Gemeinwohlökonomie zu leben? Herr Felber, bitte. Ja, also, wir können dann gerne noch privat weiter plauschen, um uns besser zu verstehen. Aber das, was mich hier vorantreibt, ist einerseits die Überzeugung, dass ein Unternehmen mit 250 Beschäftigten nicht im Alleingang aufgebaut werden kann, sondern nur durch die tatkräftige Zusammenarbeit einer wachsenden Gruppe. Und je größer diese Gruppe wird, desto größer sollen eben auch die Mitbestimmungs- und die Eigentumsanteile an diese Gruppe langsam und schleichend überfließen. Und dahinter steht noch ein zweiter, vielleicht der urliberalste Gedanke, der überhaupt nicht nur die Marktwirtschaft, sondern die liberale Demokratie begründet, den Sie alle kennen vermutlich. Karl-Heinz Grasser hat ihn sogar wiederholt, weil er hat ihn gelesen bei Friedrich August von Hayek, dessen glühender Anhänger er ist und dessen Reader's Digest-Ausgabe er sogar organisiert hat, um sie auf seinem Schreibtisch zu positionieren. Und die Aussage, die Karl-Heinz Grasser hier wiederholt hat von Hayek, Friedman und allen liberalen Vordenkern, ist, dass um die Freiheit zu bewahren, die Macht begrenzt werden muss. Das ist der Grund, warum wir die Macht überall begrenzen durch die Gewaltentrennung in der Demokratie, durch die Befristung von Mandataren sowohl im Parlament als auch des Staatsoberhauptes. Und genau das Gleiche brauchen wir auch beim Privateigentum. Wir brauchen die Begrenzung des Rechtes auf private Aneignung, damit die Freiheit, und das ist jetzt der eigentliche urliberale Kernsatz, damit die Freiheit der einen oder des einen nicht so groß werden kann, dass sie die Freiheit anderer dadurch beschränkt und knechtet. Und der Mensch ist das heterogenste Wesen, was auf dieser Erde existiert. Der Mensch ist überreif für die Gemeinwohlökonomie oder einen ähnlichen Ansatz wie solidarische Ökonomie oder auch das Sichtbarmachen der Geschenkökonomie, auf der das Ganze beruht. Zwei Drittel der bezahlten Arbeit, der verrichteten Arbeit wird nicht bezahlt oder extrem schlecht bezahlt. Und wir waren reif genug für die Demokratie, wir waren reif genug für die Menschenrechte, wir waren reif genug, dass wir jetzt endlich Frauen als gleichwertige Wesen betrachten wie Männer. Und wir sind uns hoffentlich bald einig, dass Atomkraftwerke ganz abgeschaltet werden sollen und dass die Gemeinwohlökonomie einfach der nächste Entwicklungsschritt nach der Erfahrung der beiden historischen Extreme des Kommunismus und des Kapitalismus ist. Dankeschön. Reif genug. Ich glaube, dass die Menschen reif genug sind, diesen Weg nicht noch einmal in einer abgeänderten Form zu probieren. Und das ist nun mal meine Meinung, dass es ein Weg ist, der schon beschritten wurde. Aber wie gesagt, ich respektiere das, wenn das die Mehrheit so will. Wunderbar. Ich glaube nicht, dass es so weit sein wird. Ich glaube, dass die Menschheit wirklich reif genug ist, zu sehen, dass dieses System sich permanent weiterentwickelt. Und dass die Marktwirtschaft das beste fehleranfällige System ist, das wir haben, das wir kennen und das eigentlich breiten Wohlstand schafft. Und zu guter Letzt darf ich mich noch bei Ihnen und bei den Grünen bedanken, hier überhaupt reden zu dürfen. Und obwohl Sie sich zeitweise, vor allem in den vorderen Reihen, sehr aufregen mussten, dass Sie so freundlich zugehört haben. Danke. Danke. Ich darf mich an der Stelle auch bei Ihnen nochmal ganz herzlich bedanken. Ich finde, das war ein spannendes Format, dass man nicht nur einen Vortrag hat, sondern dass man auch eine Begegnung hat, wo Argumente ausgetauscht werden können. Ich bedanke mich wirklich ganz herzlich bei dir, Franz Schellhorn. Er hat mir beim ersten Telefonat schon gesagt, er hat, er soll nicht der Bad Guy sein. Ja, das ist die Rolle, war ihm klar. Ganz herzlich, dass du, Dankeschön, dass du teilgenommen hast bei Christian Felber. Bei Frau Würgelt auch ganz herzliches Dankeschön. Wenn Sie Christian Felber wiedersehen und hören wollen oder Ihren Bekannten und Freunden sagen wollen, wo er das nächste Mal in Reichweite auftritt, es wird sein am 12. April um 19 Uhr in der Universität Salzburg und am 13. April 19.30 Uhr in der Gewerbeschule Obertrum. Beide Male geht es um die Gemeinwohlökonomie, einmal mit einer Vertreterin der Industriellen Vereinigung und einmal wird auch die Gründung von Attac Flachgau gefeiert. Vielen herzlichen Dank. Ich hätte hier aber schon bedankt.